for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Ich konnte es mir bei dem Titel heute, die Top 5 Wunschtiere, da konnte ich mir nicht verkneifen, als Intro-Tierchen so ein Sunset-Männchen zu präsentieren. Ich habe Sunset, also ist es nicht mehr mein Wunschtier, weil ich es ja schon habe sozusagen. Ne? Aber viele Königspythonhalter werden sicher den Sunset ganz oben auf der Wunschliste haben. Im Moment denke ich nach wie vor, einer oder wenn nicht gar der beliebteste Königspython oder nicht beliebteste, der seltenste, der begehrteste vielleicht. Und deswegen ist er bei vielen auf der Wunschliste sicherlich ganz oben und deswegen heute mein Intro-Tierchen. Wir haben ja heute was zu feiern. Wir haben 50.000 Abonnenten auf unserem Kanal. Ein toller Erfolg, vor allem wenn man unsere Nische anguckt, ne? Also irgendeine Bibi's Beauty und was es alles gibt oder Lochis und Co. Die haben natürlich viel mehr, aber die sind ja auch Mainstream. Aber mir mit unserem Reptilien-Channel, das ja echt eine Nische ist mit 50.000, bin ich wirklich richtig stolz drauf. Das feiern wir heute, deswegen ganz am Schluss auch das Gewinnspiel. Und passend aber auch zu Gewinnspiel und Feiern, das Thema heute, meine 5 Wunschtiere. Ne? Also ich glaube, jeder Terrarianer hat so ein paar Tiere auf der Liste, wo er sagt, ah, die möchte ich unbedingt mal haben oder die hätte ich gern. Ne? Man muss ja, ein Wunsch kann auch schön sein, wenn man sich auch nie erfüllt. Ne? Also muss nicht automatisch so sein, dass ich mir die mit Gewalt kaufen will, aber das sind einfach so Wunschtiere, die ich gerne hätte oder die ich sogar schon mal hatte. Ne? Ich bin ja so blöd und was heißt so blöd? Ich lebe davon, von den Reptilien auch zu verkaufen, ne? Beziehungsweise nicht auch, sondern ich lebe davon, dass ich sie verkaufe. Würde ich sie nicht verkaufen, hätten wir hier kein Geld, könnten wir weder mich durchfüttern noch unsere Mitarbeiter hier. Deswegen müssen wir sie verkaufen. Also einen Teil dieser 5 Wunschtiere habe ich sogar schon besessen und habe sie wieder verkauft. Nummer 1 auf meiner Wunschliste sind die Corallus batesi. Früher waren die ja unter Corallus caninus, da hat man dann Tieflandform oder Regenwaldform, ne, ich glaube Tieflandform oder brasilianische Tieflandform hat man dazu gesagt. Also mittlerweile heißen sie Corallus batesi, sind verwandt mit dem Corallus caninus, aber sind eine eigenständige Art oder sind als eigenständige Art bestimmt worden vor einigen Jahren. Wunderhübsche grüne Schlange, vom Verhalten her auch relativ anständig. Also der Caninus, der grüne Hundskopfschlinger, der kann ganz schön garstig sein. Der Batesi, der ist interessanterweise oft relativ brav, lässt sich auch relativ gut halten im Terrarium, macht weniger Probleme wie der Caninus. Also wirklich eine tolle, schöne Terrarienschlange, die sich recht gut halten lässt. Ich habe schon Tiere gehabt, habe sie blöderweise verkauft, aber immer noch in meinem Hinterkopf, das werden sicherlich Tiere sein, die ich früher oder später besitzen will und möchte und die ich auch züchten möchte und deswegen auf meiner Wunschliste an Nummer 1. Die Nummer 2 ist aus mehreren Aspekten einiges schwieriger wie die Nummer 1, und zwar ist es der Komodo-Varan. Zum einen braucht man natürlich wahnsinnig viel Platz, wenn man die Tiere halten will. Selbst aber wenn ich den Platz hätte, wird es wahrscheinlich ein unerfüllter Wunsch bleiben, weil einfach so gut wie keine Tiere zu finden sind. Also Komodo-Warane sind mit die seltensten Echsen, die es auf dieser Welt gibt. In der Natur gibt es einige hundert beziehungsweise vielleicht die Population wird auch in die 1000 reingehen, aber das war es gewesen. Weltweit in den Zoos ist das natürlich ein absolut beliebtes Tier. Ich glaube, so ziemlich jeder Zoo auf der Welt hätte gern einen, weil das natürlich, der Komodo-Varan ist die größte Echse, die auf unserem Planet lebt. Die will natürlich jeder haben. Ich hatte schon mal, wenn ihr euch erinnert, es gibt die Folge Komodo-Varane, wo ich auf den Kanaren war beim Jim Petter, hatte ich schon so Komodo-Varane in der Hand. Tollerweise, die werden auch völlig brav, in Anführungsstrich fast zutraulich, sind Großechsen, haben eine gewisse Intelligenz auch, denke ich.
wirklich gigantisch tolle Tiere. Also sowas mein eigen zu nennen oder diese zu züchten, ist ein Traum, wird aber leider vermutlich ein Traum bleiben. Die Nummer 3 auf meiner Wunschliste ist wieder relativ banal. Die Lavender Piebalds finde ich eine der schönsten Königspythons. Ja, Lavender Piebald, Dream Cycle werden sie auch genannt, umgangssprachlich. Ist was, was gar nicht so aus der Welt ist. Mittlerweile für, ich sag mal, wenige 1.000 Euro oder gute 1.000 Euro zu erwerben. Ich probiere witzigerweise, oder was heißt witzigerweise, ich probiere seit Jahren, die zu züchten. Wer sich genetisch ein bisschen auskennt, das ist ja zweifach rezessiv. Also ich brauche erstmal einen Lavender und ich brauche einen Piebald. Die verpaare ich miteinander. Dann kriege ich Doppelheteros. Diese Doppelhetero muss ich wieder miteinander verpaaren. Und da kriege ich 1/16 Lavender Piebald raus. Und das mache ich schon seit Jahren. Ich habe so Doppelheteros schon lang eigentlich, habe die miteinander verpaart und hatte nie das Glück. Ich habe Lavender rausgekriegt, ich habe Piebald rausgekriegt, aber ich habe noch nicht geschafft, einen Lavender-Piebald zu züchten. Ne? Also viele Königspython-Züchter unter euch, die werden sich jetzt einen ablachen und sagen, der Brockhammer hat doch nicht einmal Lavender-Piebald bis jetzt gezüchtet. Ja, tatsächlich ist mir nicht gegönnt, aber ich arbeite daran. Ich werde Lavender-Piebald züchten. Vielleicht dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr. Nee, dieses Jahr, glaube ich, haben wir wieder keinen. Wenn ich die Gelege anschaue, die wir haben, da ist wieder nichts Vielversprechendes dabei. Aber im nächsten Jahr, also ich bleibe dran, Lavender Piebald auf meiner Wunschliste und irgendwann will ich den züchten. Dann kommen wir von den Schlangen zu den Schildkröten. Ich bin jetzt nicht der totale Schildkröten-Insider, aber es sind natürlich wunderschöne Tiere. Und wenn man bei Schildkröten, oder ich bin jemand, ich mag die großen Sachen, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Und deswegen die Galapagos-Schildkröten. Also ich war schon auf Galapagos, habe die Tiere schon in Original gesehen. Leider in der Terraristik ist das was, wo in Europa gar nicht zu kriegen ist. Es gibt in USA gibt's ein paar Tiere, gibt es Zuchtbestände. Leider gibt es wohl keine CITES dazu oder keine Export-CITES, also dürfen nicht von dort exportiert werden. Wie gesagt, in Europa echt eine Rarität. Es gibt ein Zoo in Europa, der die züchtet, aber der ist auch ausgebucht bis zum Nimmerleinstag, glaube ich, beziehungsweise vielleicht, wenn es jemand sieht und Mitleid mit mir hat. Also ich hätte wirklich gern Galapagos-Schildkröten. Andererseits wären sie natürlich auch riesengroß. Ist also auch eine Verantwortung, die man hat, wenn man sich so riesige Schildkröten hersetzt. Aber mit den Aldabras vielleicht, die man ja mittlerweile ganz gut bekommen kann, sind die Galapagos für mich, was Schildkröten angeht, wirklich an oberster Stelle. Und vielleicht werde ich eines Tages doch mal eine Galapagos oder vielleicht ein Pärchen oder eine kleine Gruppe besitzen. Und last but not least sind wir nochmal bei den Echsen. Und ich musste jetzt gerade für mich selber feststellen, also um meine Wünsche zu erfüllen, brauche ich, glaube ich, erstmal noch ein größeres Haus oder ein größeres Geschäft oder am besten einen Park oder ein Zoo, weil auch die wieder riesengroß sind. Die Nashorn-Leguane finde ich gigantisch tolle Echsen. Ich habe schon wirklich schöne gehabt. Zygluras hatte ich schon. Große Tiere, adulte Tiere. Ich habe mal vor einigen Jahren aus der Dominikanischen Republik, die haben da ja so eine Zuchtstation dafür, da wurden mal Tiere exportiert. Da habe ich, glaube ich, 10 oder 12 Stück schon richtig schön große Nashorn-Leguane bekommen. Habe die natürlich wieder verkauft, also natürlich in Anführungsstrichen, wie gesagt, leider mein Beruf. Hätte ich mir da mal wirklich ein Pärchen behalten. Wunderschöne Tiere, auch schon echt eine tolle Intelligenz für ein Reptil. Ne? Man merkt so beim Füttern, die wissen ganz genau, wann es Futter gibt oder wenn man mit Futter kommt, dann kommen die her. Die werden toll zahm, zutraulich, sehen natürlich imposant aus, ne? Mit diesen großen Köpfen, mit den Hörnern drauf und so weiter. Also geht mir aus Herz auf, wenn ich an Nashorn-Leguane denke. Und komischerweise die letzten Jahre sind immer weniger zu kriegen. Ich weiß nicht wieso. Werden die weniger gezüchtet die letzten Jahre oder sind die so beliebt, dass sie, wenn sie gezüchtet werden, gleich wieder weg sind? Keine Ahnung. Also ich habe schon länger keine mehr gehabt, leider. Aber das ist was, was ich unbedingt wieder haben will. Und ich hoffe, da kommt früher oder später wieder irgendwas.
Wie eingangs versprochen, jetzt unser Gewinnspiel. Das hier wollen wir verlosen. Das sind 5x200, nicht als Geldschein, aber als Gutschein in dem Fall. Ne? Also symbolisch die Geldscheine. Ihr bekommt einen Gutschein von uns, beziehungsweise 5 von euch. Wichtig, oder was wir heute feiern, sind ja die 50.000 Abonnenten. Ihr wisst vielleicht, die Abonnements sind für einen Channel unheimlich wichtig. Ne? Umso mehr Abonnenten man hat, umso höher steigt man in dem Ranking bei YouTube, umso höher ist das Ansehen, ist wirklich ganz wichtig für euch. Bisschen als Statistik, wenn ich schaue, so eine Folge wird von 10, 20, 30.000 Leuten angeschaut. In der Regel haben nur ungefähr 35% der Zuschauer haben ein Abonnement, 65% schauen unser Reptil-TV ohne Abonnement. Also eine Bitte an die 65%, abonniert uns doch bitte. Wie gesagt, damit helft euch, das ist wegen so die Gegenleistung. Ne? Wir machen das hier kostenlos, das Reptil-TV, und als Gegenleistung, wenn ihr uns abonniert, helft ihr uns, wie gesagt, dass unsere Wertigkeit steigt. Ne? Abonnieren muss man einfach Abonnement anklicken. Dann gibt es da noch die Glocke. Auf die Glocke auch klicken. Ich selber bin auch so ein Social-Media-Blindgänger eigentlich. Ne? Ich muss mir das auch mal erst angucken. Also für die, denen es so geht wie mir, Abonnement anklicken, Glocke anklicken. Und schon habt ihr mir geholfen. Und dann kommt ihr in die Lostrommel, beziehungsweise nee, dann noch nicht. Hinterlasst hier unten einen Kommentar, sagt uns mal, was euer Traumtier ist. Ne? Also was er, gut, mit 200 Euro wird man sich in der Regel nicht das Traumtier gönnen können. Wobei, wer weiß, also wenn ich zurückdenke, vor knapp 30 Jahren waren Königspython mein absolutes Traumtier. Das kann man sich mit 200 Euro nämlich gönnen. Ist das durchaus möglich. Hinterlasst einen Kommentar, seid Abonnent und am liebsten auch, wenn er in letzter Zeit, bemühen wir uns auch ein bisschen um unseren Instagram-Account. Also folgt uns auf Instagram unter ReptilTV. Wir werden dann verlosen unter allen, die ihr hier unten ihren Kommentar hinterlassen haben, verlosen wir am folgenden Datum. Das Datum wird jetzt auch hier unten eingeblendet. Das weiß ich jetzt noch nicht ganz genau, wann die Folge rauskommt. Deswegen das Datum hier unten eingeblendet. Da wird über Zufallsgenerator picken mir 5 von euch raus. Und wenn ihr Reptil-TV-Abonnenten seid und Instagram-Follower, dann bekommt ihr die 200 Euro von uns. Wichtig, ihr müsst, wir können euch nicht anschreiben auf YouTube. Man kann keinen User anschreiben, also ihr müsst reingucken. Wir werden hier unter diesem Film die Gewinner bekannt geben. Also schaut rein, ob ihr unter den 5 Gewinnern seid. Schickt uns eine Mail und ihr bekommt von uns den 200-Euro-Gutschein. War alles ein bisschen kompliziert. Ich denke, man hat es aber trotzdem verstanden. Also jetzt bin ich auf eure Kommentare gespannt und viel Glück euch.